Das schon mal auf der Map. Hier war doch noch ein berüchtigter Gegner irgendwo. Hier. Hier ist ein Flugplatz. Und Quidditch-Feld würde ich sagen, können wir nochmal Flugtraining machen. Machen wir die Kurzzeit. Ich werde nicht ruhen. Lass das. Damit kommst du nicht davon. Anhänger weniger, Renrock. Großartig. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, die letzte habe ich auch wieder verpasst. Aha, hier in der Burg. Berüchtigte Gegner sind versuchen. Jetzt sag ich mal Hallöde. Sieht nach Ärger aus. Diese Schmerz. Oh je. Unfruchte Schläge. Den Gegner haben wir ausgeschaltet, den berüchtigten. Im Umland sind noch Gegner. Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Hier kommt einer. Die laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Was war das? Du wirst dir wünschen, wieder in der Schule zu sein. Du hast die Schnatze und dann bist du. Du hast Haselow nach Azkaban geschickt. Erreiche mich.
kenne deine Art. Ihr seid schwach. Der Zeug auch nicht. Fantastisch. Wo stürzt hier einer rum? Einer ist hier noch. Okay, ich hab den Reveal zum verpackt. Schön, dass du mal. Hier ist nix. Und da ist noch Gegner. Hallöchen. Zu spät, um deine Fehler einzusehen. Ist noch Tigweed, Trollversteck. Auf zum Trollversteck. Ist weniger Nachtisch. Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Aha. Da ist der Troll. Jutta. Setzen. Mit seinem eigenen Stein besiegt. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Drei Gegner zugleich mit der Warte wieder. Wenn da auch freigelassen.
Anhänger werden immer für seine Überzeugungen kämpfen. Dafür wirst du zahlen. Dein Blut klebt an Renrocks Händen. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Erstmal Tür stehen lassen. So, ein bisschen was brauchen wir noch. Level 34 in Sichtweite. Was haben wir jetzt hier abgeschlossen? Aha. So ist die Kapazität für eine alte Magieanzeige. Ich muss gleich nochmal bei Hogsmeade vorbeischauen und Klamotten verkaufen. Hier ist noch eine Höhle. Was gibt's hier zu sehen? Ein Rätsel? Och nö. Verstehe ich sowieso nicht. Ich tauche nochmal wieder gegen auf. Güterfeld. So, einen berüchtigten Gegner vielleicht noch irgendwo. In der Region vielleicht. Wenn ihr Totenkopf-Symbol seht, schreit. Also gibt es hier noch Lager, die wir aufräumen könnten. Oh, ein Trollversteck. Das darf auch mal ein bisschen Erfahrungspunkte geben. Man toll besiegt.
Im Dorf geht es ja auch gleich viel besser. Wenn wir den Troll abgeschafft haben. Gleich zwei. Das ist ja großartig. Warum steht denn der noch? Ein stinkender Koloss weniger. Uha. Du 34 Sekunden. Okay, ich achte gerade nicht drauf, wo ich hinlaufe. Okay, Trollversteck geklärt. Noch ein Trollversteck irgendwo in der Nähe. Das hatten wir, glaube ich, schon. Kann nur den Wurfbau. Ist noch ein Banditenlager. Dann räumen wir mal einen Fettwurf auf, wie es ausschaut. Hier ist noch Treuversteck. Nehme ich mir gleich den nächsten Treu vor. Halte mich auf Trolle aus.
Das sind mal wenigstens vernünftige Gegner. Nicht diese Banditen und Kobolde. Natürlich etwas hinderlich, dass wir da nicht hinfliegen können. Ah, doch, können wir. Über den Berg nicht. Ein Löchen Troll. Langsam wird's bedächtig. Level 34 kann ich inzwischen riechen. Das war wohl daneben. Lager aufgeräumt. Nicht leise genug. Nicht davon. Surrender hat uns in Feldcroft aufgehalten. Renrocks Anhänger nicht aufhalten können. Auf dem letzten Bastard. Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. So, um Feldkopf herum ist jetzt Ruhe. Müssen wir gerade noch eine Flohflamme aktivieren. Das ist kriminell, dass die nicht... aktiviert ist. Die
diesen Astronomiealtar muss ich wohl bei Dunkelheit verwenden. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Och nö. Was hast du diesmal für mich auf Lager? So, die Mondstation. Können wir noch mal eine machen. Wo wir schon mal hier sind. Und es gerade sowieso Nacht wird. So wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. Wir warten einfach noch ein paar Minütchen. Das ist doch schon nachts. Wann wird es denn nachts spielen? Ein Astronomiealtar. Bei Nacht sollte der nützlich sein. Aha. Schade, für auch in die Sterne gucken. Probier's so. Es ist natürlich wieder Tag. Naja, mit diesen Spielchen kann ich jetzt nicht unbedingt viel abgewinnen. Pendeluhr, schönes Sternzeichen. Wäre jetzt episch gewesen, wenn dadurch die finalen Erfahrungspunkte gekriegt hätten. So, irgendwo hier noch eine Trollcave. Schabberknollbau. Ein berüchtigter Gegner. Dann wollen wir mal. Wir besiegen die Welt der Zauberei. Warte mal, vermute mal, so kommen wir da nicht hin. Wenn der Weg im Werk im Weg ist. Oder doch? Das ist mir.
schöner Nachtflug. Dann machen wir uns jetzt hier mit dem berüchtigten Gegner langsam Richtung Hogwarts auf den Weg. Zum Raum der Wünsche müssen wir nämlich nochmal. Und eine kleine Flugstunde beim Quidditch-Feld würde ich noch machen. Ob wir noch schon längst Erster sind. Ist ein Quidditch oder so ein Flugbrett. Aber im Quidditch-Feld gibt es auch noch eins. Na, wo ist denn der berüchtigte Gegner? Sehr berüchtigt hier diese Gegner. Immer wieder. Ich muss ständig zittern. Wirklich zwei nebeneinander. Das ist ja fantastisch. Wo sind sie denn? Bergziehen als berüchtigte Gegner. Vielleicht kann ich nicht fliegen. Habe ich relativ schnell kapiert. So, jetzt hier aber. Hier sehe ich einen Pfad. Na, come on. Mir Bergsteiger als Bosse. Ach, so waren wir denn hier nicht schon mal? Jetzt hängen wir wieder an derselben Stelle fest. Wie kann denn das? So berüchtigt, dass wir den nicht. Wir laufen im Kreis. Ich glaube, mein Schwein pfeift.